Leute, was geht? Die Moodbox ist wieder dran. Und schauen, was für eine Wochenchallenge heute auf mich wartet. Oder auf uns besser gesagt, auf uns. Machen wir es wieder nach der altbewährten Methode. Ich wollte sein. Okay, zuerst das Zitat. Ich denke nicht daran, mich selbst einzuschränken, nur weil die Leute nicht akzeptieren, dass ich etwas anderes mache. Aber sehr schön. Freu dich von Herzen über einen Erfolg oder ärger dich ordentlich über eine Niederlage, ohne dich dabei einzuschränken. Lass alles, was in dir ist, raus. Ja, Führerscheinkraft, Digga, und so. Digga. Was ist denn geil? Auf jeden Fall. Ich freue mich einfach, dass ich noch am Leben bin und die Story kennen. Ich bin dankbar, Leute. Ich habe das Gefühl, mir geht es immer besser. Schizophrenie. Ich habe diese Krankheit, ich bin diese Krankheit nicht. Auf jeden Fall, ich habe so einen Riesenerfolg. Das will ich euch erzählen, wie ich bei der Ärzte war und eigentlich die Spritze filmen wollte. Da hat es zu mir gesagt, dass ich eine Erfolgsgeschichte bin, weil ich war richtig mies. Ganz besonders beim letzten Schub war ich. Wenn ihr das einmal hören wollt, ich bin noch nicht bereit dazu, aber irgendwann erzähle ich es euch. Auf jeden Fall mega, ich habe es schon sehr weit geschafft und jo. Und ich bin auch froh, dass ich YouTube als Hobby habe. Ich finde es einfach geil, so Videos machen und so. Ist ziemlich nice. Und jo. Ja, bei mir läuft es dabei. Ich finde mein Leben eigentlich geil, ich bin zwar sozial gerade nicht so gut unterwegs, aber ich schaue, dass ich wieder mehr rauskomme und so und jo. Weinen könnte ich auch einmal. Random. Nein, das erzähle ich euch wahrscheinlich. Ich würde gerne mal weinen, weil ich habe so viel seelischen Ballast auch und ich kann einfach nicht weinen, schon seit Jahren nicht mehr. Und ich würde gerne mal alles einfach rauslassen. Aber vielleicht schaffe ich es irgendwann. So Leute, das war die Challenge. Falls ich noch irgendeinen geilen Erfolg habe, dann schreie ich euch gerne nochmal an. Okay, das war jetzt kein Schrei. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Schnitt, Leute. Peace out. Hey Freunde, was geht? Ich habe ein Paket von Zalando. Ich habe ein Messer, aber ich brauche es nicht. Weil da kann man da einfach. Was ist da wohl drinnen? Was ist da wohl drinnen? Leute! Leute, jetzt ist sexy! Sexy jetzt! Ein Zettel! Zum Rücksenden! Okay, aber was haben wir denn hier? Jetzt kann ich besser kaufen. Ja, ich könnte das Sackerl einfach aufreißen, weil es einfach ein leichtes Plastik ist, aber ich schneide es lieber. Weil es einfach cooler ist. Cooler. Coolulul. Coolulul. Ich krieg's trotzdem nicht auf. Eine blaue Unterhose. Ich meine, die schaut ja mega geil aus. Dann eine violette Unterhose. Nice. Dann eine richtig geile Unterhose. Grün! Grün, Digga! Grüne Unterhose, eine meiner Lieblingsfarben. Aber es geht noch weiter, es geht noch weiter, es geht noch weiter, Leute. Ganz ruhig. Rote Unterhose, das sind ja alle meine Lieblingsfarben eigentlich dabei. Und dann natürlich noch. Auf einer Unterhose ist ein Preisschild. Auf einer Unterhose, Digga. Unnötig. Das müssen wir herunterschneiden, weil das kommt jetzt zur Wäsche, die ziehe ich nicht an, wenn sie nicht gewaschen sind. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall noch eine schwarze Unterhose. Leute, wenn ihr noch mehr Unterhosen sehen wollt, dann zeige ich euch nicht. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Schnitt, Leute. Ciao. Nochmal kurz. Ich habe heute, vielleicht sieht man es, Duracell-Akkus bekommen, Digga. Richtig nice. Ich glaube, die halten länger für meine ZV1. Ich freue mich.
Hey meine lieben Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst bitte ein Abo und ein Like da. Ich wünsche euch eine schöne nächste Woche, weil das kommt ja heute am Sonntag raus. Haut rein, Leute. Viel Spaß, viel Liebe. Peace out.